Ich grüße dich ganz herzlich zu diesem neuen Kraftwerk. Wirklich, Gott hat für dich eine neue Kraft. Heute schauen wir uns einen Mann an, der so in der Bedrolle steckte, dass es keinen Ausweg zu geben schien. Und sein Name ist Josaphat und er war ein König von Juda. Und er wird von einem feindlichen Verband angegriffen. Mehrere Könige, Reiche hatten sich zusammengeschlossen und der Untergang Josaphats und des Volkes Gottes war eigentlich beschlossene Sache. Es wird von dieser Übermacht gesagt, sie waren wie Sand am Meer. Und jede Gegenwehr bzw. jede Überlebenschance war lächerlich. Und natürlich, wir lesen diese Geschichte in 2. Chronik 20, Vers 3, der König fürchtet sich. Und in diese Angst hinein passiert plötzlich etwas. Und das finde ich so bemerkenswert. Dieser Mann überlegt mit einem Mal, hey, ich will dieser Furcht, ich will diesem Mangel, ich will dieser Angst keinen Raum geben, sondern ich will anfangen, über die Größe Gottes nachzudenken. Ich will anfangen, mein Inneres mit den Möglichkeiten Gottes zu füllen. Ich will meinen Geist aufbauen in dem, was Gott schon immer getan hat und was er uns zugesagt hat. Und das ist so großartig. Er sagt Folgendes, die Verse 5 bis 7. Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und herrsche über alle Königreiche der Völker? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben von deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Wow, dieser Mann, er ist großartig. Er greift richtig rein in diese Glaubenskiste und er holt die Schätze raus und sagt, hey, du hast es versprochen. So warst du schon damals und so bist du heute. Und wir sind dein Volk und für uns hast du das getan. Herr, du bist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und so wirst du das auch tun für uns. Gewaltig, was betest du, wenn die Herausforderung kommt? Betest du die Verheißung Gottes? Gehst du rein in die Geschichte all der Segnungen, die du bekommen hast und füllst du dein Herz damit? Wow, er macht es hier. Und Gottes Größe, Gottes Treue, seine Verheißung, er schaut sie bewusst an. Weg von den Feinden, weg von der Beraubung, weg von der Unmöglichkeit, weg von diesen Ohnmachtsgefühlen, den allmächtigen Gott anschauen. Er füllt sich mit dem Herrn. Halleluja! Ihr Lieben, womit fühlst du dich? Womit füllen wir uns, wenn es drauf ankommt? Und die Antwort Gottes ist gewaltig. Er schickt den Propheten vorbei, so wie bei dir der Heilige Geist in dein Inneres hineinredet und dir die Gedanken Gottes offenbart oder dir eine Verheißung aus der Bibel lebendig werden lässt oder wie auch immer Gott es macht. Der Prophet kommt und sagt, ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Herr, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen und siehe, sie kommen den Höhenweg von Zis herauf und ihr werdet auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen, tretet nur hin, steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht, verzagt nicht morgen, zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Hier kommt das Rema-Wort Gottes. Der Herr ist im Himmel begeistert über diesen Mann und sagt, wow, das ist mein Typ, auf den kann man wirklich bauen. Und ich werde mich zu ihm stellen. Und hey, er sagt, du sollst gar nicht kämpfen, ich übernehme das. Und plötzlich sind die Karten neu gemischt. Ihr Lieben, wer Epheser 6 verstanden hat, da heißt es nicht, wir müssen den Teufel nochmal besiegen. Nein, wir müssen nur in der Siegesposition bleiben. Wir müssen nur diese innere Haltung einnehmen, der Feind ist schon besiegt. Unser Gott hat schon auf Golgatha und in der Auferstehung alles vollbracht. Und jetzt siehst du, was Josaphat macht. Und ich liebe diese Stelle, weil sie so klar zeigt, der Mann hatte verstanden. Er hatte aus der Fülle heraus gebetet. Gott hatte Überfülle draufgegeben. Und jetzt schau, was passiert. Vers 20 bis 22.
Hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Glaubt an den Propheten, es wird gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte die Lobpreiser in heiligem Schmuck, dass sie singen und vor den Kriegsleuten, vor den Soldaten herzogen und sprachen: Danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währt ewiglich. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt über die Feinde kommen und sie wurden geschlagen. Merkst du, was der Mann macht? Aus der Fülle des Herzens heraus, aus dem Bewusstsein, mein Gott hat den Sieg schon vollbracht, bringt er die Lobpreiser vor die Soldaten und sagt: Leute, wir sind hier, wir preisen den Herrn. Halleluja. Und wir müssen die Soldaten gar nicht in Kampfposition bringen. Gott hat den Sieg schon vollbracht. Preist dem Herrn. Was musste das Volk am Ende machen? Nur noch die Beute einsammeln. Und das haben die 3 Tage lang gemacht. So viel Segen war da. Verstehst du die Wahrheit? Gott kämpft für dich. Seit der Auferstehung ist der Teufel unter unseren Füßen. Und auf jede Attacke des Feindes sollst du mit dem Gebet der Fülle reagieren. Vergiss nicht, am Ende den Segen, die Beute des Räubers einzusacken. Gewinne Freude daran, den Feind zu plündern. Er ist ein besiegter Feind und er ist unter deinen Füßen. So steh drauf heute, bleib in deiner Position als ein siegreiches Kind Gottes. Vielen Dank, dass Sie unseren Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie.